Trotz der besten Abwehr und des besten Angriffs der Regionalliga Bayern reicht es aktuell nur zu Platz 2 für die Würzburger Kickers. Nach dem 1:1 gegen Nürnberg zählt für die Unterfranken im Gastspiel beim FC Pipinsried daher auch ohne den verletzten Top-Torjäger Saliu Sané, der mit einem Rippenbruch bis zur Winterpause ausfällt, nur ein Sieg. Bei den seit 3 Partien punkt- und sogar torlosen Hausherren im gewohnten Gelb-Blau gibt das neue Trainerteam um Atidon Lushi nach der starken, aber glücklosen Vorstellung in Albstadt sein Heimdebüt vor 550 Zuschauern. Und die sahen eine von Beginn an extrem mutige Pipinsrieder Mannschaft, die schon nach etwas mehr als einer Minute zum ersten Mal gefährlich wurde, der Schuss von Halid Yilmaz aber gerade noch geblockt. Überhaupt knüpfte der FCP nahtlos an die Leistung aus der Vorwoche an. Es war keinesfalls zu erkennen, dass hier der Vorletzte gegen den Zweiten spielte. Die Kickers brauchten 2 Tage nach ihrem 115-jährigen Jubiläum einige Zeit, um auf dem kleinen Platz ins Spiel zu finden. Sané-Stellvertreter Franz Helmer nach nicht ganz einer Viertelstunde mit dem ersten Zeichen. Zu diesem Zeitpunkt hatte Würzburg im Hinspiel schon 4:0 geführt. Im Gegensatz zum 6:0 aus der Vorrunde war es dieses Mal aber ein Duell auf Augenhöhe, vielmehr sogar weiter mit Vorteilen auf heimischer Seite. Belmini Drisovic zwingt Gästekeeper Marc Richter da zu einer ersten Glanztat. Der Tabellenzweite kam in der Anfangsphase überhaupt nicht mit dem aggressiven Spielstil der Heimelf klar. Logische Folge, das verdiente 1:0 in der 22. Minute. Marvin Jieke beendet per Direktabnahme die Durststrecke von 350 torlosen Minuten des zweitschwächsten Angriffs der Liga, der mit der Führung im Rücken aber nicht den Fuß vom Gaspedal nahm, im Gegenteil. Doch Idrisovic und Jieke bringen nach einer halben Stunde den Ball nicht am starken Richter vorbei. Insgesamt die Kickers schon ziemlich beeindruckt vom forschen Auftritt der Heimelf. Wie aus dem Nichts kamen sie dann aber zum vermeintlichen Ausgleich. Doch Schiedsrichter Lothar Ostheimer verweigerte den Treffer von Felix Göttlicher nach Rücksprache mit seinem Assistenten, wohl wegen eines vorangegangenen Handspiels, die Anerkennung. Und so bekam Pipinsried in der Nachspielzeit sogar noch die Gelegenheit zum 2:0, aber wieder rettet Richter per Fußabwehr gegen Jieke. Das 0:1 zur Pause aus Würzburger Sicht also sogar fast schon schmeichelhaft. Nach Wiederanpfiff gestaltete der Drittliga-Absteiger das Geschehen dann zwar weitaus offener, hatte aber zunächst noch nicht das nötige Quäntchen Glück auf seiner Seite. Die Gastgeber verlegten sich nun aufs Kontern und blieben dabei weiter extrem gefährlich. Yilmaz da mit einem kleinen Tänzchen und dann dem Zuspiel für Jieke, dem der Ball aber über den Schlappen rutscht. Die mangelnde Chancenverwertung auch der einzige Kritikpunkt beim FCP. Kurz darauf verpasste es auch der eingewechselte Ahana Akbovo, den Sack vorzeitig zuzumachen. Und so schlug der haushohe Favorit dann doch noch zu. Ähnlich wie beim 1:0 wird die Flanke zunächst per Kopf abgewehrt, aber dann zieht Dadan Karimani Volley ab und gleicht in der 72. Minute aus zum 1:1. Großes Lob aber an die Hausherren, die sich trotz des immer größer werdenden Drucks vom Ausgleich nicht aus der Bahn werfen ließen und nun ihrerseits nochmal die Schlagzahl erhöhten. Aber sowohl Jieke als auch kurz darauf Yilmaz per spektakulärem Seitfallzieher konnten ihre Versuche nicht im Tor unterbringen. In der Crunchtime zog dann Würzburg nochmal die Zügel an, doch Pipinsried schien das Remis über die Zeit retten zu können. In der 5. Minute der Nachspielzeit dann nochmal ein Freistoß für die Kickers und tatsächlich gelingt ihnen in Person von Marius Wegmann doch noch der viel umjubelte Siegtreffer. Was für ein Finish in diesem ohnehin schon extrem mitreißenden Match. Ja, grundsätzlich ein sehr gutes Spiel von meiner Mannschaft. Es war klar, dass das Würzburg mit sehr viel Intensivität spielt und sehr viel Wucht nach vorne hat. Wir haben aber in der ersten Halbzeit sehr gut dagegen gehalten. In der zweiten Halbzeit auch in den ersten 20 Minuten sehr gut dagegen gehalten. Ab der 70., 75. fehlen uns dann doch die Körner, das merken wir. Ja, und dann ist es eine Standard am Ende, die du so nicht verteidigen darfst. Das war klar, dass sie überschlagen auf den zweiten Pfosten. Aber ja, da müssen wir einfach besser werden. Kompliziertes Spiel für uns heute, ja, natürlich vor allem nach dem Rückstand dann, bei recht schwierigen Platzfeldern für uns, aber wir haben bis zum Ende alles probiert, haben auch nach dem 1:1 dann nicht aufgehört, weiter nach vorne zu spielen, haben das 2:1 natürlich sehr, sehr spät gemacht, das ist aber auch ein glücklicher Sieg, aber wie gesagt, sehr, sehr schwere Bedingungen, deshalb wichtige Punkte für uns heute. Im Stile eines Champions sichert sich Würzburg also spät die 3 Punkte und vermeidet damit einen weiteren Ausrutscher. Ganz bitterer Nachmittag dagegen für den FC Pipinsried, der trotz einer aufopferungsvollen Leistung die 4. Niederlage in Folge schlucken muss.